Polizei. Nee, 1, 2, 3, Polizei. 4, 5, 6, alte Hex. 7, 8, 9, sie wohnt in der Scheune. Das reimt sich auf. 10, 11, 12. Irgendwie fällt mir nichts ein, was zu uns passt. Ja, mir auch nicht. Aber wir befreien jetzt das Schwein mit dem Messer. Denn mit dem Messer geht alles besser. So haben sie. Gleich bist du frei. Ja. Oh. Nein. Hau ja nicht ab. Wobei, der findet immer nach Hause. Oder wirft uns jemand ab? Alter! Die sehen das gar nicht gern, dass wir hier mit dem Schwein rumlaufen. Schmeißt der noch mit seinen Bürgern? Süß, nicht? Ich find's auch süß. Besser als die anderen Schweine. Ja. Ja, jetzt gibt's uns nochmal was. Ich bin ja so froh. Mein Hansi ist zurück und das habe ich allein Ihnen zu verdanken. Hier, mein bestes Stück. Das wertvollste, was eine Suppenköchin zu bieten hat. Wir geben uns als Mitarbeiter aus. Nein, nein, nehmen Sie. Suppenkelle. Sie haben es sich wirklich verdient. Besten Dank. Die hat genau die richtige Größe. Wahrscheinlich können wir uns jetzt da mit der Suppenkelle als Koch ausgeben, oder? Ich wüsste jetzt nichts anderes. Und danach müssen wir dann noch irgendwo ein. Dann holen wir wahrscheinlich aus der Ding Eimer. Den geben wir dann dem Besitzer zurück. Und was dann ist? Der schenkt uns auch Marzipanschweinchen. Ach, das ist, glaub, zum Werfen. Tatsächlich. Wir werfen mit Marzipanschweinchen. Ist die bescheuert? Ja. Ja, das sehe ich. Ja. Jetzt gehen wir dann. Komm, wir gehen einfach mal zurück. Wird doch schon. Das ist aber auch krass. Da gehen wir dahin. Fragen den Koch. Laufen wieder zurück. Laufen wieder hin und gehen da dann womöglich rein. Ja, das muss nicht immer Sinn machen bei so Kinderspielen. Jo, ne? Wahrscheinlich donnern wir jetzt eins mit der Suppenkelle da über hier. Ich bin Profess und der. Nein, na, was machst denn du? Eigentlich wollte ich mit Ziegenscheiße die Tür bewerfen. Dass sie auch ja nie reinkommen. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Nein, du musst ihn fragen, ob du die Vorkost. Die Kelle brauche ich hier doch. Das kann sein. Vielleicht. Das wäre die einzigste Möglichkeit jetzt. Ja, müssen wir hier mit dem reden, ne? Da, oder? Ich weiß es nicht mehr. Heringssorte, glaube ich. Was in der Zeitung? Ich weiß es nicht. Ja, zum Beispiel ein Bericht über die wachsende Gefahr von explodierenden Schnellkochtöpfen. Hm. Ah, da Vorkoster. Ob es das bringt? Der hat doch gesagt, er braucht keiner. Wenn das nicht geht, der hat gesagt, er nimmt einen Professionellen. Ja. Bei uns arbeiten nur Spitzenköche. Leute wie Lothar Lustigmann oder Maître Combus. Was anderes kommt bei uns gar nicht erst rein. Tut mir leid. Nee, dann lasse ich sie mal in Ruhe. Wir brauchen den Topf für irgendwas anderes. Tja, dann lasse ich sie mal wieder in den Ruhe. Topf? Den Topf? Die Kelle, du Pelle. PD. Dann gehen wir wieder zurück in die Stadt, oder? Wahrscheinlich. Also, der Typ mit dem Eimer braucht einen Eimer. Der Typ mit dem Besen braucht ein Wesen. Vielleicht geben wir dem auch die Kelle und sagen, das ist ein Eimer. Ja. Jetzt geht's zu weit. Nee, jetzt geht's genau richtig. Nein, zu weit. Nein. Du bist nicht mehr gescheit. Reimt sich ja. Jüngchen, du lernst ja von deinem Papi. Ja, nicht von meinem Papi, von meinem Onki. Onki. Onki Donki. Vielleicht müssen wir auch die fette Tuste abwerfen. Ja, vielleicht müssen wir das Marzipanschwein so gesehen.
gemacht. Sie sind natürlich mal wieder nicht da. Weg. Also hier ist niemand, ne? Hier gibt es auch nichts mitzunehmen. Stell mal vor, wir hätten alle Hühner abschmeißen müssen, dann würde das Ganze ja noch 10 Jahre gehen. 10 years ago! Der Boden ist aus Keksen, hast du schon gemerkt. Was? Nee, aber stimmt. Aber halt nur der Weg. Ja. Hier sind wir ja fertig, ne? Hier war der Kakaomann. Braucht etwas. Okay, der braucht auf jeden Fall... Der vermisst doch seine Kelle. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Hm. Der vermisst doch keine Kelle. Aber denk dran, das steht immer noch da, egal ob er es auch hat. Der hat alles. Die. Wobei, da steht jetzt nichts mehr. Das heißt, er braucht doch noch was. Vielleicht der Gast, vielleicht kannst du ihm mal einen auf den Kopf hauen. Der, von dem haben wir doch schon alles. Gib dir etwas. Ah. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Appetit. Vielleicht gibt er uns nochmal was. Das kann sein. Was will der nochmal? Und? Haben Sie noch eine Helgoländer Heringstorte auftreiben können? Nein, aber ich bin hier dicht auf den Fersen. Das wäre doch wohl gelacht. Der braucht doch den... Ja, und woher kriegen wir denn die Heringstorte? Nein, der braucht doch den Eimer. Ja, und woher kriegen wir den Eimer? Aus dem Restaurant. Ja, das denke ich auch. Wo ist mit der nochmal? Ob da nochmal irgendwas ist? Nee, also dann also, wenn jemand kriegen fertig, wir von dem einen Typ, glaubt doch noch was. Richtig. Weil sonst wäre da ja auch noch dran gestanden. Gib der ist dir noch etwas. Nicht. Der ist noch nicht fertig. Ja, dann machen wir ihn fertig. Ich muss er außen rumlaufen. Ist das Käse? Yes. Und ein Gürkchen. Wissen Sie zufällig, wo ich hier eine schöne Helgoländer Heringstorte herkriege? Helgoländer Heringstorte? Schwierig. Aber wenn Sie Schwalbennestersuppe suchen oder Knoblauchgernknödel, da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Was ist das Beste? Was ist Ihrer Meinung nach das Beste an den kulinarischen Inseln? Ganz klar, die gaumenfreundliche Umgebung. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Appetit. Nein! Alles durchfragen. Ist das Essen hier gut? Ist das Essen hier eigentlich gut? Genau, wir müssen wahrscheinlich aufs Ding locken. Ja, ausgezeichnet. Normalerweise speise ich ja in meinem eigenen Restaurant. Aber heute haben wir Ruhetag, also gehe ich hierher. Hm. Schwarzbart, oder? Wo kann man hier am besten essen? Danach halt Schwarzbart. Wo kann man denn hier am besten speisen? Natürlich im Kaiserschmarrn. Das ist ein preisgekröntes Feinschmecker-Restaurant, wo nur die berühmtesten Köche ihre Kunst unter Beweis stellen dürfen. Allerdings lassen sie auch nicht jeden Gast hinein. Der Türsteher ist geradezu gefürchtet. Haben Sie eigentlich schon mal selbst im Kaiserschmarrn gespeist? Leider nicht. Dabei habe ich mich sogar schon als Kaiser von China verkleidet, nur um reinzukommen. Aber der Türsteher ist wirklich gnadenlos. Machen wir das mit der Sättigung noch. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was? Das da? Ist das Essen hier gut? Ja, Heringstorte erst, oder wie es mal? Nein, ist das Essen hier gut? Ach so. Ist das Essen hier eigentlich gut? Ja, ausgezeichnet. Vielleicht pennt er noch normalerweise speise ich ja in meinem eigenen Restaurant. Aber heute haben wir Ruhetag, also gehe ich hierher. Wo kann man denn hier am besten speisen? Natürlich im Kaiserschmarrn. Das ist ein preisgekröntes Feinschmecker-Restaurant, wo nur die berühmtesten Köche ihre Kunst unter Beweis stellen dürfen. Allerdings lassen sie auch nicht jeden Gast hinein. Der Türsteher ist geradezu gefürchtet. So, Sättigung. Und? Fühlen Sie schon eine leichte Sättigung? Wenn Sie mich so fragen, eine kleine Verdauungspause würde mir schon gut tun. Ah, so ist's angenehm. Fuck!
Jetzt können wir mit dem wieder nichts anfangen. So. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Erdbeereis. Frag mal, sehr Heringstorte. Wissen Sie zufällig, wo ich hier eine schöne Helgoländer Heringstorte herkriege? Ach. Helgoländer Heringstorte? Heringstorte. Schwierig. Aber wenn Sie Schwalbennestersuppe suchen oder Knoblauchgernknödel, da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Erdbeereis. Mir bleibt ja fast nichts mehr übrig, oder? Könnte ich vielleicht etwas von Ihrem vollkommen recht. Erdbeereis, ich bitte Sie. Das ist ein Himbeersoufflé à la Flaubert Bovary. Das ist mein Nachtisch und auf den kann ich nun wirklich nicht verzichten. Haben Sie schon mal was von unsichtbaren Hamstern gehört? Nee, noch nie. Wie schmecken die denn? Na, scheiße, ey. Ist das Essen hier eigentlich gut? Ja, ausgezeichnet. Normalerweise speise ich ja in meinem eigenen Restaurant. Aber heute haben wir Ruhetag, also gehen wir. Was müssen wir mit der Suppenkelle machen? Schwarzbart. Kennen Sie zufällig Kapitän Schwarzbart? Kapitän Schwarzbart? Na klar. Der ist schließlich bei allen Gastronomen gefürchtet. Erst verputzt er ein 7-Gänge-Menü und dann will er die Zeche nicht zahlen. Und abwaschen kommt für den schon gar nicht in Frage. So ein Lump. Puh. Sind Ihnen heute zufällig ein paar zwielichtige Typen begegnet? Vorhin kamen zwei seltsame Burschen vorbei, die mich in ein fadenscheiniges Gespräch verwickeln wollten. Und dabei wollte sich der eine bloß mein gebuttertes Mandelhörnchen krallen. Mhm. Aber nicht mit mir. Ha! Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen anderen. Nein. Lass mal, es geht nicht. Hör mal, das. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Vielleicht das Schwein. Das Schwein ist doch schon abgeliefert. Nein, das Marzipanschwein. Was ist mit dem? Das was dem geben. Das ist nur zum Werfen. Was ist denn noch werfbar mit dem? Hab ich doch schon. Mit dem Werf? Ach, das geht tatsächlich. Na, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Appetit. Wir müssen vielleicht irgendeinen anderen Nachtisch für ihn auftreiben. Können wir da nicht noch irgendwo in eine Lokalität rein? Da kommen wir nicht rein. Was cool ist, wir können nirgends nach Hilfe suchen. Wir müssen das selber rausfinden. Richtig. Das ist das Coole an der Geschichte. Was braucht der nochmal? Weiß ich nicht. Hallo? Nichts. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Vielleicht braucht der Marzipan. Nee, braucht er auch nicht. Dem haben wir doch schon das Kakao gegeben. Ja, der braucht nochmal was. Ja, der eine, der gibt uns auch nochmal was, was er nicht tut. Nee, der bringt nichts. Hey, das ist grober Unfug. Ja, was brauchst du denn, Jüngchen? Warum gibt der eine, da steht, der gibt etwas, aber gibt nichts. Und da steht, der braucht etwas, aber der braucht nichts. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos. Den haben wir ja schon. Da muss doch noch irgendwo reingehen. Vielleicht gehst du mal ins Marzipangeschäft, ich weiß ja nicht. Da waren wir doch ja schon an der Vitrine dran. Werf das mal ein. Geht wahrscheinlich nicht. Nö, wir können es aber trotzdem. Nee, geht nicht. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja, aber was? Wo geht's denn weiter hier? Das ist eine Scheiße. Vielleicht müssen wir ja was verkaufen. Ja. Einkaufsladenspiel. Einkaufsladenspiel. Komm, komm, das Schwein! Ich sag nicht mehr, das geht ja gar nicht.
Weil wir können uns da drin verstecken und gammeln, ne? Ha, da passen wir genau durch. Ich lach wie Thaddäus. Ja, es kann doch nicht sein. Was machst denn du? Bist du ein Schwein? Nee, das ist echt nur ein Duck. Ah. Wie ist sie? Eine Kochmütze. Sehr kleinsam. Wo denn? Eine Kochmütze, das wäre... Da! Hä? Da! Oh! Ah. Meine Fresse! Meine Fresse! Jetzt kommen wir da zum Restaurant. Das sah doch aus, als wäre das... Das gehörte das zu der Dekoration. Dekoration. Da muss man schon mal drauf kommen. Ja, Leute, ich bin ein Genie. Wir beide sind Genies. Ja, das war eher Zufall als Genie. SpongeBob. Tadeus. Mach mal Mickey Maus. Nee. Mach mal Goofy. Keine Ahnung, das kannst du. Ich weiß es auch nicht. Und du hast mal gemacht? Ich Goofy. Ich glaube schon, oder? Nee, ich kann nur Thaddäus. Taddel. Nee, jetzt noch nicht. Aber gleich. Steck ich gleich wieder weg. Ah nein, du musst doch zu dem. Die Kelle brauche ich hier doch nicht. Nee, jetzt noch nicht. Hm. Vielleicht steck ich gleich wieder weg. Tja, dann lass ich sie mal wieder in Ruhe, nicht? Vielleicht. Yes. Ah. Endlich. Schick. Die Kochmütze steht mir echt gut. Ja, bevor wir da reingehen, machen wir nochmal einen Kack. Kack, okay. Kack bis zum nächsten Mal, ne? Und nicht so viel kacken.